Hast du noch irgendwelche Paints oder so? Das ist einfach so. Okay, es geht auch so. Paints? Ja, passt schon, passt schon. Farben, Oder, nee, wir brauchen ja zwei, nee, drei Sources brauchen wir, glaube ich, ne? Ne, zwei brauchen wir mindestens. Egal wo. Links und rechts. Okay. Deswegen wollte ich dafür irgendwie Paints oder so nehmen ursprünglich, aber okay. So, kannst du dich selber einstellen, dass die das Richtige machen? Wie? Das Wasser läuft schon rein, ist okay. Ja, wir brauchen nur einen Ausgang, also eine Kiste brauchen wir noch. Kann er nach oben ausputten? Ja, ne? Oder warte mal, ja. Ich hol mir einen Barrel, das geht vielleicht besser. Ja, das ist geiler. Nee, wir haben gleich unendlich viel Eis. Ja, ein Barrel kann aber von oben befüllt werden. Nö, nein, von der Seite. Ja, von. Du gerade von unten, haha. Ja, von unten geht das auch, aha. Ja, warum nicht? Also ein Better Barrel kann überall befüllt werden. Unlogisch. Gravität und so. Also von mir geklaut. Gibt Copyright. TM. Oh mein Gott. Copyright TM, das erst doch auch. Hobby? Was? War ich gemeint, oder? Okay. Alter, wie viel Material denn wir haben, ey? Das ist ja schon pervers. Wir haben mittlerweile übrigens schon 15 Eis, wenn jemand Eis will. Oh, Eis. Das heißt, du hast jetzt unmöglich, genau. Nee, es passt schon. Alles in Ordnung. Dann nimmst du einfach Eis mit. Einfach Eis kann. So, und jetzt nehme ich mir noch einen Hammer. Icebreaks, geil. Eis unmelting, was ist das hier? Stabilisiertes Eis, das nicht schmilzt. Ui, cool. Macht Sinn, ne? Ich hab's ja auch geschaut. Ich brauch noch einen Machine Frame. Aber ich hab zwei Water Shards immerhin jetzt, ist doch toll. Bitte. Wofür brauchst du ein Machine Frame? Für den Otto Brewer. Ah, okay. Otto Brewer. Otto Brewer. Ach, siehst du, der hat, hier gibt's schon wieder ein Inversor Smite 2, das heißt, das wird wirklich gedroppt von nee, das hab ich rein. Achso, du kannst mich mal. Aber hart und lang. Moment mal, man kann Wasser oder beziehungsweise Eis in die Smeltery legen, ist ja cool. Ja, ne, kommt dann flüssiges Eis raus. Molten Eis, nee, ja. Nee, Wasser. Ja, ach was! Nein, das ist Molten Eis. Ja, aber wie geht es denn bei den hohen Temperaturen? Ich meine, da ist Eis. Flüssiges Eis daneben. Molten Eis. Rare form of ice only found in warm biomes. Ich bin mir eines, gab's in dem Spiel sogar mal irgendwo mit irgendeiner Molten Eis. Ja, 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 ja. Also, deswegen habe ich es jetzt nicht so ganz ernst genommen. Oder schon es genommen. Übrigens, es gibt, und wartet nur ab. Später kommt dann auch das hier: also, Solid Water. A rare form of water only found in cold biomes. Ja, das kann gut sein. Das habe ich auch gar nicht aus einem anderen Spiel geklaut oder so. Wo kam das denn jetzt eigentlich her? Aus IBF, das sind die, sind die exakten, Wortbeschreibungen für Molten Eis und Solid Water. Jo, okay. Bis eben auf die Tatsache, dass nicht Biome stand, sondern eben Gebiet, aber. Area. Naja, nicht Area. Climates. Okay. Warm Climates und Cold Climates, glaube ich, war das. Redstone Ganz ehrlich. Wieder widerlich, wie antiquiert das doch ist, so. Wer hätte gedacht, dass man das wirklich schafft, jetzt endlos Materialien zu haben, die eigentlich komplett aus Cobblestone entstehen. Wir kriegen alles aus Stein. Wir sind mal ganz ehrlich. Wir stehen auf einem riesigen Sapling. Ja, eigentlich schon. Alles, was ihr hier seht, ist ein riesiger Sapling. Dürfte alles dieselbe DNA beherbergen, nämlich Sapling-DNA. Hier weil das eigene DNA-Strang ist, das ist Sapling. Ja. Ihr könnt übrigens wieder einen Reward claimen. Yay. Ja, sogar zwei, wenn du nicht meinen meinst. Nee, den meine ich nicht. Dann zwei. Also auch den Smooth Ice. Ich nehme die rechte, die ist greater. Wo? Die linke. Beim, hier, Dingens da, Ist auch greater. Das ist geil dort, ich sehe es, ja. Ja. Die ist auch greater. Dann nehme ich die linke. Very nice Reward. Für 8 Ore Nodes. Oh, nice, geht ja. Oh, verdammt. Und eine Greater, die gibt mir
Bait. Ja, oder Beef Bait Jerky. Ich habe lauter Angeln bekommen, lauter verschiedene. RF cool. Fishing Rod. Titanium aber, Fishing Rod, cool. Aber ehrlich. Hm? Die ist gut. Greater Bag. Aus der ich was rauskriege? 8 Beef Jerky. Jo. Regeneration, Instant. Achso. Ja, schmeiß her. Nein. Warum nicht? Die platzieren wir jetzt irgendwo. Da, die tust du erstmal in die Kiste rein. Wie viel haben wir das eigentlich schon von? Müssen noch mehr. 24. Ich hab die jetzt rausgenommen, damit du die nicht auch noch nimmst und platzierst. Ah, ja. Machen wir später. Sicherheitsfanatiker. Okay, den Audible. Packen wir den hin. Und noch ein Quest, Smooth Eyes. Das habe ich ja erzählt. Oh, hört doch auf, Leute. Die habe ich ja selber gemacht. Also. Korn sieht. Yay. Das ist Smooth Eyes, habe ich ja noch gar nicht geclaimed, genau. Hell's Kitchen. Und ich krieg eine Good Bag mit. Spike Pick. 16 Firework Rackets. Welche war die gute? Da gibt's nur eine. Echt? Okay. Was? Was? Das kann 50.000 Salat. Ja. Was? 50.000 Salat. Wo? Mach dich mal ran. Zeig, wo? Vor der Hoarding. Vor der Hoarding. 50.000 Salat. 1.000 Spaghetti. 10.000 Toast, ey. Ja, das geht. Viel das Spaß, wir. Frank. Viel Spaß, Frank. Nee, wir haben einen Harvester. Leute, wir haben einen Harvester gebaut. Wir haben das alles, das können wir alles automatisch machen. Wir haben Sludge-Spoiler, wir haben Planter und einen Harvester, das reicht. Dann fang an, bitte. Gut, ich kenne mich mit Detail nicht aus, das heißt, ich werde das jetzt nachlesen, wie es funktioniert. Okay, Moment. Die Deep Storage Unit kann man doch auch bauen langsam, oder? Langsam wahrscheinlich schon. Mine Factory Reloaded ist das, okay. Reinforced Stromlock, sehr gut. Oh, das sagt eh. Naja, könnte gehen. Es gibt eine neue Questreihe. Schon wieder. Mhm. Zum Beispiel. Eins für alle Vanilla-Blocks zum Erstellen, du kriegst ein Sein. Ja, lol, hä? Ja, das ist sinnlos. Das habe ich ja vorhin eine gemeint. Eine Potion Flask mit Flight. Nice. Über 18 Minuten. Geil. Mit 8 Schlücken. Ja, ich weiß, die hat immer 8 Schlücke. Naja. Ah, okay. Planter, when placed centered and below a 3x3 set of blocks. Oder ich glaube, den kann man auch wieder erweitern. Ja klar, kann man. So, wo wir bei den Quests sind, bis der Gummibaum dann mal wächst. Ach nee, der ist schon gewachsen, das Schleimbaum, okay. Was ist eigentlich mit unserem Laser? Da wolltest du dich ja irgendwie hinsetzen. Ja, da brauchen wir pinken Schleim für. Und keiner weiß, wie man den bekommt. Okay. Also ich habe den im Singleplayer so bekommen, wie ich ihn jetzt gerade versucht zu bekommen, aber irgendwie klappt das nicht. Jetzt klappt's nicht, ja. Neue Version. Logischerweise ist ja klar. Achso. Ja. Warte mal, da war. Da war. Nee, doch nicht. Ich hab gedacht, das stand in den Update-News drin, dass sich da was geändert hat. Aber der Pink Slime Ball, der ist ja von Mine Factory Reloaded. Ja. Warte mal kurz, ich kann mal nachschlagen, wie der gemacht wird. Ich bin ja gerade bei Mine Factory Reloaded. Also sagt es doch schon alles. Ja, Mist, ich hab Plastic Bag hier. Bei den Bienen können wir auch weitermachen bei den Quests. Pink Slime Ball. Is a byproduct of the slaughterhouse, das stimmt schon. Ja, war ich doch richtig. Aber da kommt irgendwie nur Miet raus, komischerweise. Beziehungsweise ist der Schleimball ein Byproduct oder ist der flüssige Schleim ein Byproduct? Das ist flüssiger Schleim. Und den kannst du dann mit, also mit 1000 Millibuckets logischerweise in dem Eimer, in den Eimer filmen und diesen Eimer dann aufstellen und dann spawnt dann Schleim draus. Und den musst du töten und dann kriegst du einen Ball dafür. Okay. So hier, Slaughterhouse will kill mobs and turn them into liquid meat. It also produces pink slime stored in a left tank, pulled out, also
Outpullable, sag ich einfach mal, weil das kein richtiges Englisch ist. Mhm. So, fehlt jemand ein Emerald. Ah, when you place down the liquid, a pink slime will appear. Kill it and you get a pink slime ball. Gut. Ah. Which is used in a laser drill's pre-charger recipe. Logisch, ich würde auch den Schleim einfach in den Laser Drill reinsetzen. Es ist pinker Schleim, dann macht das voll. Ja, dann macht's Sinn. Also eben. Natürlich. Schon, ne? Ich meine, grüner Schleim, nee, aber pink. Wie man einfach Gold-Tools für Slaughterhouse braucht. Krass! Ich sehe gerade, was das Slaughterhouse mit Gregtech kostet. Jo. Das sind zwei Pumps. Das ist irgend so ein toller Advanced Machine Block. Das ist ein Advanced Circuit. Es sind zwei Diamond Grinder und eine Diamond Sawblade. Also eigentlich mag ich die Motti, aber das ist übertrieben. Ach, du magst die? Ja, komm. Erschieß dich. Nee, ich mag den. Kauf dir ein Stück und erschieß dich, was Wasser am tiefsten ist. Wegen den ganzen Erzen und sowas. Unbinding High Jump, Magnetic Crusher. Well of Suffering. Genau. Sie braucht Duskstones, das heißt, ich brauche das verbesserte Teil. Tier 4. Ein Upgrade für den Planter hatten wir doch schon mal hier, habe ich doch schon mal eingebaut, ne? Hier so ein Dingsbums Upgrade. Ach, ein Grinder? Ach, Grinder brauche ich ja nicht. Ach, das Upgrade hier, Tin Upgrade. Radius Increase 3, geil. Passt schon. Dann habe ich nämlich kurz 3, 5, 7, 9 mal 9. Das passt. Brauchen leider noch mehr Runen. Pack das mal unter den Salat, ne? Irgendwie. Doch, leider. Ich brauche einen Altar von Tier 4. Ein Bloodstone Brick. Kann der... Ne, der Planter, kann der seitwärts befüllt werden? Ich oder glaub, nur unten? Nur von unten. Dann haben wir nämlich ein tolles Problem. Warum? Das Problem würde dann sein, dass die komplette Farm, wie Markus sie gebaut hat, in jedem Level ein Block zu tief ist. Frank. Ja, meine ich. Dann weil wenn ich nämlich jetzt hier unter den Salat nämlich die Dings setze und nur das nach unten auspumpen kann, muss ich eine ganze Reihe an Crops kaputt machen dafür. Nee, ist gut, dann was nicht schlimm ist. Dann machst du es separat. Also praktisch noch eine neue Ebene, die das automatisierte Salatfeld ist. Ja, dann kann ich das aber auch ganz woanders aufbauen, oder? Ja. Weil hier oben will ich es nicht lang bauen. Ich baue das dann bei die Hühner. Bei die Hühner. Genau. Ja, das ist hier doch eigentlich ein netter Platz, wenn ich hier nach hierhin arbeite. So. Ich muss irgendwie einen Dämonen beschwören. Dann mach mal. Ich weiß noch nicht wie. Mag Markus. / Dämonen beschwören? Nee, nicht ganz. Genau. Demon.spawn, Klammer auf, Klammer zu. Genau. Wäre schön, wenn mal wer nachsehen könnte. Kann ich dann machen. Dann gleich sofort, jetzt, dann. Okay. Später, morgen. Dann setze ich mich dazu und deshalb mal in meinen Ton. Weil Erde haben wir mittlerweile genug, ne? Sollte doch sein, ja. Ist teilweise automatisch. So. So, ich gehe mal davon aus, dass ein Planter mit einem 3x3, also mit einem 3er-Upgrade... So, da, das ist der Link. Danke, Tö. Funktioniert genauso wie der Harvester. Ja, ich weiß. Vom Upgrade her. Ja, das heißt, mit einem Range 3-Upgrade dürfte der 9x9-Feld abarbeiten, ne? Nee, mussten... Nee, warte, hier ist es. Weil hier, schau mal. Ein 6er-Upgrade. Nee, eben nicht. Doch. Muss mal... Das geht genau. A planter, bla bla, according to the layout of its 3x3 inventory. Das heißt,
dreimal. Hörst du auf? Was? Machst du? Ich wollte mir die Ostern ansehen. Die müssen den Sand verdauen. Okay. Ja. Ach nee, warte. Der Planter hat standardmäßig nur eins. Ah, okay. Nee, warte. Range upgrades. Warte, hör mal kurz zu. Range upgrades are in addition to the starting size. For example, A plus 1 range upgrade will plant in a 5x5 area. Weil du immer den mittleren Block hast. Du brauchst ja einen Mittelblock für das Teil. Das heißt, wenn du 3x3 hast, ist ein Upgrade 5x5. Ist ein Upgrade 7x7, ist ein Upgrade 9x9. Mach doch einfach Silber-Upgrades, dann geht das. Ich hab ein Tin-Upgrade, das ist 9x9, das reicht. Tin-Upgrade war für eine Quest, das hatte ich nämlich deshalb schon. Okay. 9x9 reicht, glaube ich, für Salat gerade so knapp. Naja, größer, desto besser, hä? Huh? Abgesehen davon, 9x9 war auch, glaube ich, auch die Reichweite vom Wasser, ne? 8x8. Ne, das kann nicht sein. Das ist konzentrisch. 9x9. Ja, es fließt 8 Blöcke, ja, dann schon. Ja, ich meine aber jetzt hier vom Wasser, das dann das Farmgelände befeuchtet. Ja, Radius 4. Jo. So, also, Dämonenbeschwörung. Erde habe ich nur 36, das ist nicht allzu viel. 3,5 Stacks, das wird nicht reichen. Obwohl, doch, 9, 18, doch, ja, gut. 81, das reicht sogar locker. Ich kann ja gar nicht rechnen. Okay, ich glaube, den Tier-4-Alter mache ich dann erst offscreen. Ich glaube, jetzt hier eine halbe Stunde rumstehen und Stein reinpacken, mich selbst verletzen und Slates rausholen, ist jetzt nicht so interessant. Du brauchst 28 mal, also 28 weitere Runen für ein Tier 4, Alter. Ja, das weiß ich. Okay. Und was genau willst du dann wissen? Wie man Dämonen beschwört. Wie man Dämonen beschwört, genau. Und wie heißt der Dämon? Elemental Demon müsste das meine ich sein. Ich meine, es gibt ja nur Elemental und Miner. Weil du Elemental Ink brauchst, oder wie? Nee, weil ich eine Demon Bloodshard brauche. Eine Demon Bloodshard, okay. Oder Weak Bloodshard heißt das in dem. Ja. Gut. Weiß jemand, was die Tiere alle momentan fressen? Also okay. Und, ja, grob weiß ich's, ja. Okay. Mhm. Kühe haben immer noch den Weizen, im Standard. Vanilla ist das immer noch, oder? Wenn das nicht mehr Vanilla. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ah, ich hatte gerade einen Leck, als ich an der Kante stand. Oh. Schweine haben mittlerweile Karotten. Okay. Schafe haben auch noch Weizen. Dürfen sie haben. Hühner haben Korn. Samen. Okay, dann. Ocelots haben Fische. Ruhe. Okay, ja. Ich glaube, dann nehmen wir die Kühe. Wofür? Für den Pinken Slime. Ach ja, klar. Was? Nee, war nicht der Fisch wieder. Okay, ich weiß wie. Ja, erzähl. Du brauchst einen speziellen Beschwöreraltar. Okay. Die heißen Arcane Pedestal und Arcane Plinth.
Muss man bauen. Plinth. Und von den Plinthen braucht man ein paar mehrere. Ein paar mehrere? Moment, das geht nicht. Warum? Weil man für den Arcane Pedestal schon einen Weg Bloodshard braucht. So beschwert man aber Dämonen. Und die Bloodshards, die kriegst du nur aus Elementals, da hattest du recht. Kann das trotzdem nicht sein. Ich kann doch nicht Bloodshards für etwas verwenden, wo ich dann Bloodshards rausbekomme. Kriegst du da nicht irgendwo aus der Questchain was raus? Im Sinne von Bloodshards? Ich wüsste nicht, nein. Zum Beispiel Useful Sigils, kannst du das nicht jetzt schon machen? Moment. Ne, das. Was ist denn das? Sigil of Green Grove und Air Sigil. Da kommen aber keine Bloodshards raus. Hä? Ja, noch nicht. Vielleicht das Quest danach oder das danach. Es könnte sogar sein, ja. Und Blood Alchemy kannst du, glaube ich, auch schon machen, oder? Alchemy. Alchemic Alchemistry Set brauchst du dann noch. Da brauche ich auch eine Blazeword für. Ach so. Okay. Ja, dann mach mal das andere Quest oder sag mir, was ich machen soll, um dir zu helfen. Lass mal gucken. Sigil of the Green Grove und Air Sigil. Greenforce Slate, du darfst mal wieder Stein mit Blut beschmieren. Ach nee. Das Ganze zweimal, aber jeweils zweimal. Das heißt, das normale Slate nochmal reinpacken. Wäre es da nicht so viel Blut, wie wir schon gespendet haben, wäre es da nicht gesünder, sich einfach ganz fein Kies in die Adern zu pumpen und dann wieder Aderlast zu betreiben? Wäre das nicht einfacher? Wieso ganz fein Kies? Die Kieselsäure wollte ich innerhalb von Sekunden umbringen. Ja, eben. Ja, ja. Ich wusste gar nicht, dass Kieselsäure wirklich in Kieseln drin ist. Ja, deswegen heißt sie so. Komm, das ist... Warte mal ganz kurz. Gibt so viele Säuren, wo das einfach nicht stimmt. Oder überhaupt so viele Stoffe, wo das nicht stimmt. Wait. Ich brauche das Sigil of the Green Grove. Mhm. Also, Moment. Zwei Fertilizer, zwei Harvester, drei Harvester, zwei Planter. Also einen Planter kriegst du von mir nicht und einen Harvester auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, ich mach diese Air-Shard und du diese andere. Nein, mach mir andersrum. Nee. Ich geh gerne Blut spenden. Das Blut brauche ich übrigens für beides. Das heißt, es wäre sehr nett, wenn du die zweite Slate gleich mitmachen könntest. Ja, die kann ich schon machen. Okay. Jetzt brauche ich Wasser.